Das ist ja wieder ein schönes Beispiel, wenn man sich intuitiv leiten lässt. Sagen wir, wenn dann die Urahnen an die Hand nehmen. Das ist für den einen oder anderen jetzt suspekt anhört. Und weil ich ja davon rede, dass mich die Urahnen an die Hand genommen haben, dann habe ich jetzt hier gleich die Feder entdeckt, diese super kleine, schöne Feder. Das findet man normalerweise gar nicht im Wald. Und hier in diesem schönen Bereich, diesem grünen Feld, hier sind lauter Hügelgräber drin. Von der Größe, wie gesagt, nehme ich schon an, dass sie aus der Eisenzeit, also aus der Keltenzeit sind. Könnten aber auch aus der Bronzezeit sein. Das weiß man nie so genau bei den Hügelgräbern. Wenn man es nicht wissenschaftlich ergraben hat und er hat das jetzt richtig festgestellt, was das überhaupt für Hügelgräber sind, aus welcher Zeit, dann ist das immer ziemlich vage und es liegt eher im Bereich der Vermutung, dass es Hügelgräber aus dieser oder jener Zeit sein könnten. Und auf dieser Seite liegt die Fläche mit den Flachgräbern. Ich habe hier hinten schon Flachgräber entdeckt, die ganz tief ausgeschachtet waren. Ich habe die mit Stöcken schon wieder verschlossen. Und hier erkennt man auch diese Drehung an den Bäumen. Leider so ein bisschen. Aber ich lasse mich, wie gesagt, immer intuitiv führen. Es ist dann wie, als ob er eine an die Hand nimmt. Man kann es nicht anders beschreiben. Und man findet dann, wenn man so intuitiv vorgeht, praktisch wie beim intuitiven Malen oder beim intuitiven Erzählen, das macht man ja mit Kindern in der Therapeutik, so kann man das selber auch machen, wenn man das ein bisschen sensibel ist, das ein bisschen auf sich die Umwelt so ein bisschen, die Umgebung so ein bisschen auf sich wirken lassen kann, da schon eine gewisse Erfahrung drin hat in diese Art von Handlung, und dann kann man sich intuitiv leiten lassen. Und dann komme ich seltsamerweise immer wieder zu solchen Stellen, wo es eben sowas zu finden gibt. Jetzt habe ich gerade mal den Kompass aufgerufen, um das mal zu sehen, wo ich überhaupt bin. Ich habe den jetzt gerade mal neu kalibriert. Und da sieht man jetzt oben, dass es Richtung Osten zeigt. Also runter geht es Richtung Osten. Und das ist praktisch die Richtung des Sonnenaufgangs. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass hier vorne vom Weg angeschnitten ein Grabhügel ist, ein kleiner. Laufen wir mal da hin. Das habe ich nämlich erst letztens festgestellt, wie ich bei bekannten Hügelgräbern war, die ich schon eingemessen hatte. Und dann habe ich den Wegepunkt gemacht. Dann hat der Wegepunkt überhaupt nicht gestimmt, was ich nachher auf der Karte gesehen habe. Und da war mir klar, dass der Kompass nicht mehr stimmt, dass man den erstmal wieder kalibrieren muss. Nach jedem Batteriewechsel soll man das eigentlich machen mit diesen Geräten, dass man da erstmal den Kompass kalibriert, weil sonst stimmt die Richtung nicht mehr. Das ist mir halt dann irgendwie wieder so bequem, dann macht man es nicht und dann hat man das Salat. Wenn man jetzt hier so drauf guckt, dann sieht man das. Das ist hier voraussetzt ein kleiner Grabhügel. Und der ist vom Weg angeschnitten, also praktisch von der Holzrückegasse, könnte man mal sagen. Aber na gut, das könnte schon ein Weg gewesen sein. Also irgendwann hat man hier mal einen Weg gemacht. Dann hat man da den Hubbel da gesehen und hat nicht gewusst, dass das ein Hügelgrab ist. Und dann hat man den wahrscheinlich hier durchgeschoben, den Weg. Das sieht fast nämlich so aus, als man das so gemacht hätte. Und hat den Hügelgrab damit zerstört. Wenn man jetzt gewusst hätte, dass das hier ein kleiner Grabhügel ist, dann wäre wahrscheinlich irgendwie außen rum gefahren. Aber so hat das nicht stattgefunden. Da sage ich immer wieder, Unwissenheit zerstört die Relikte unserer Urahnen. Das ist ja eine zeremonielle Handlung, ist das ja gemacht worden. Da haben viele Leute gestanden, die haben geweint und haben gehofft, dass der oder die, oder vielleicht auch ein Kind, man weiß es nicht, weil es so ein kleiner Grabhügel ist, dass sie da oben ein tolles Auskommen haben. Deswegen hat man die hier so beerdigt. Sonst hätten wir die ja einfach nur in der Erde verscharrt, ohne alles. Also keine Grabbeigaben gegeben und nichts. Und das deutet schon mal darauf hin, dass diese Menschen damals in dieser Zeit
einen Glauben hatten und gedacht haben, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Das ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern ich kann es immer wieder sagen, das war schon viel, viel früher da, wahrscheinlich vom Anbeginn der Menschheit. Man hat ja schon viele Sachen auch aus der Altsteinzeit gefunden, wo die Menschen Grabbeigaben hingegeben haben und sich mit den Gräbern Mühe gegeben haben. Und das hätten sie ja alles nicht gemacht, wenn sie nicht daran geglaubt hätten, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Und dann ist die Sache so mit dem Glauben an was Gute, was da oben ist, und an das Böse, was irgendwo da in der Erde ist, das haben die auch schon gehabt. Das ist keine Sache der Neuzeit. Das haben die Leute damals schon denselben Gedanken gehabt wie die Leute heute. Heute ist es für uns die Kirche, der Glaube, das Gebet. Und das war damals auch schon so. Und wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass diese Leute keine Schrift gehabt haben. Die haben vielleicht schon Schrift gehabt. Aber wir haben es nicht so gemacht wie die Römer oder wie die Ägypter und haben das irgendwie auf Stein gepinselt bzw. in Stein gemeißelt. Und so sind die Schriftbelege aus dieser Zeit, ja, halt schon, haben sie schon aufgelöst. Und dann reden die Archäologen halt, ohne den Nachweis dafür überhaupt zu haben, den kleinsten Nachweis dafür zu haben, von der schriftenlosen Zeit. Dabei weiß man das gar nicht. Das ist eine hypothetische Annahme. Steht aber so in zig Lehrbüchern für Archäologen. Aber man weiß es gar nicht. Man weiß ganz, ganz viel nicht, was in der archäologischen Wissenschaft so dargestellt wird, wie als ob man das wüsste. Aber man weiß es gar nicht. Das ist ja die Wahrheit. Da gibt es diese kleine Madonna von Schellklingen, heißt das. Kann man mal im Internet googeln, die Madonna von Schellklingen. Und der Professor, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, über diese kleine Madonna, der hat gesagt, es kann sein, dass das ein kultischer Gegenstand ist. Also diese kleine Figur, diese bauchige Figur, mit den großen Brüsten und diesem großen Bobbes und dem kleinen Kopf. Also ein Fruchtbarkeitssymbol. Der hat dann geschrieben, das kann sein, dass das hier ein Fruchtbarkeitssymbol ist, dass das eine kultische Figur ist. Kann aber auch sein, dass das ein Vater für sein kleines Kind gemacht hat. Um dass das Baby was zum Spielen hatte, irgendwas in der Hand zu haben, was es im Mund nehmen kann, wie Babys nun mal so sind oder kleine Kinder. Und dann hat er weiter gesagt, wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist vielen Archäologen einfach nicht bewusst. Die haben dann ihren Doktortitel gemacht oder ihren Prof und denken, sie wüssten irgendwas aus dieser Zeit, aber sie wissen gar nichts. Sie wissen eigentlich nur das, was sie in den Büchern gelesen haben zu diesen Zeiten. Aber sie selber, wenn man jetzt so redet von Wissen, haben überhaupt gar nicht das Wissen. Sie haben das angelesene Wissen, hat der August immer gesagt. Sie haben das ist alles nur angelesen. Das ist ja schon so. Angelesen, auswendig gelernt und dann damit promoviert. Aber Wissen, was wissen wir schon über diese Zeit? Eigentlich gar nichts. Da müssen wir auf der anderen Seite sehen. Und dann habe ich mich weiter intuitiv leiten lassen und habe gedacht, naja, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Und uns weiter intuitiv leiten lassen. Dann habe ich hier ein bisschen rumgeguckt, aber hier sieht man eigentlich gar nichts mehr. So die Feldseite da nach dem Wald. Und dann ist mir gleich aufgefallen, rein intuitiv, dass hier irgendwie im Gelände was sein könnte. Und da ist tatsächlich was in dem Gelände. Das zeige ich gleich noch. Aber dann bin ich mal hier weiter geradeaus gelaufen. Das habe ich letztes Mal, wie ich die Hügelgräber da vorne entdeckt habe, auch nicht gemacht. Jetzt sehen wir hier sowas. Und das ist zum Beispiel auch, da hat irgendeiner gegraben. Da hat er irgendwas gemacht. Das sieht man nämlich. Das ist nicht hier vom Tier gemacht, weil nebendran ist nämlich der Sandhaufen. Das ist hier rausgeschöpft, die Erde, und ist da hingeschöpft. Und das ist auch nicht so lange her. Aber ein Tier schöpft nicht da einen Sandhaufen hin. Man sieht es auch, wo der Sand hergeht. Der geht da runter, da unten ist auch noch ein bisschen Sand. Und da sieht man, dass der Sand hier aus diesem Loch kommt. Da hat wahrscheinlich wieder die Sonde bieb, 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 bieb gemacht. Und da hat er gewusst, oh, hier ist irgendwas drin, Bronze. Auf jeden Fall Buntmetall. Und dann hat er sich die Mühe gemacht und hat es da rausgeschaufelt. Jetzt gucken wir mal davor. Das sieht ja keiner. Da joggen die Leute da vorbei abends oder so. Jetzt läuft da mal einer vorbei, aber die denken sich dann, naja, was wird der da machen?
Und dann fragten keine, was er da tut, und dann macht er das einfach. Und schon ist wieder ein Stück Geschichte von uns allen verloren gegangen. Liegt jetzt irgendwo in der Vitrine oder ist irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkauft worden. So sieht es aus. Einfach ganz banal. Ganz banal schrecklich. Und solche Dinge, die haben dann halt für mich nichts mehr mit Schatzsuchen zu tun. Das ist hier ein Hügelgrab, Flachgrabgebiet. Und das hat nichts mit Schatzsuchen zu tun. Das ist einfach nur ausräumen, plündern. Und da sieht man jetzt wieder, das ist wieder ein Tier gewesen. Das ist der Unterschied, da erkennt man das. Tiere machen keine Sandhaufen nebendran. Und dann bin ich jetzt hier auf den Platz gekommen. Dann ist mir jetzt als nächstes aufgefallen. Das sind diese tollen Zwieselbäume. So ein Baum. So ein Doppelkronenbaum. Und dann habe ich mir gedacht, wie sind die nur hierher gekommen? Die müssen ja irgendwie hierher gekommen sein. Und dann ist es wirklich so, die sind wahrscheinlich damals in der Eisenzeit oder auch in der Bronzezeit, wie gesagt, wer weiß ja nicht genau, aus welcher Zeit diese Hügelgräber stammen, sind die wahrscheinlich hier hochgekommen. Weil wenn wir jetzt da runtergeht und würde jetzt dann über die Straße drüber gehen, sind da drüben die Masse an Hügelgräbern. Also sind ganz, ganz viele. 40, 50 Stück sind da drüben. Deswegen sind die hier hochgekommen. Und da sieht man es wieder an den Bäumen, wie die Bäume da vorne verbogen sind. Und da haben die gleich gewusst, hier oben ist genauso eine Schwingung wie da drüben. Und dann haben die da ihre Hügelgräber praktisch hierher gesetzt. Und ihre Flachgräber. Das war schon ein guter Wald für die. Und dann guckt man hier so das Gelände durch. Da sieht man jetzt hier so Steine. Die sind brachial schwer, das sind lauter Eisensteine. Das ist also lauter Eisenmaterial. Das konnte schon fast was sein aus der Steinzeit. Wie ein Könnte schon ein Stein zur Bearbeitung sein. Wenn ich das jetzt so vorstelle, wenn man jetzt hier oben hat, man muss jetzt irgendwas klopfen, die Klopfsteine. Und da hätten wir hier super was klopfen können mit diesen Steinen. Wer weiß, vielleicht ist das sogar so ein Brocken, der so ein Werkzeug gewesen sein könnte. Wenn ich jetzt noch so einen zweiten Brocken gefunden, dann merke ich richtig, die sind richtig schwer. Also die sind eisenhaltig. Ganz klar. Und wir sind praktisch hier hochgekommen. Und jetzt nehme ich noch viel mehr Material davon rum. Ja, und wenn wir so poröse Sachen, da sieht man, das ist Vulkangestein. Und da sieht man, das ist ein alter Hohlweg, wo ich mich jetzt gerade befinde. Da sieht man die verbogenen Bäume. Und da sind die hier hochgekommen und sind dann zu ihren, auf diesem Weg zu ihren Urahnen gelangt. Und dann kommt man dann hier zu dieser Buche, zu dieser Zwieselbuche. Und da sieht man da oben schon wieder an den Ästen, dass die hier zusammengewachsen ist. Da habe ich jetzt diese schweren Eisensteine, da ist so ein Türmchen oben drauf gestellt. Das müsste eigentlich stehen bleiben. Wenn man sowas macht, kann man das auch feststellen, ob hier Leute waren, ob es umgeschmissen worden ist oder so. Weil das steht sicher. Das hält auch bei Wind. Wenn es einmal runtergefallen ist, dann waren hier wahrscheinlich auch Leute. Da sieht man das wieder. Wächst auch so nach unten. Wir haben auch Leute irgendwas gesägt. Und da sieht man das auch wieder. Das ist so ein Baumloch. Das sind halt diese Schwingungsbäume. Und hier wieder eine Kuhle von einem Reh. Und wie gesagt, jetzt das Totem, die Wächtersteine. Und
der Mensch weiter intuitiv. Hier wird er zurückgelaufen. Und dann haben wir die Umgebung angeguckt, die anderen Bäume. Und da muss man immer wieder in sich hineinhören, auf die innere Stimme hören. So vom Körper her, sage ich mir, wenn man das so intuitiv macht, sich einfach erfühlen, welche Richtung man gehen müsste, sollte. Das ist alles sehr, sehr schwierig zu erklären. Und sich einfach, wie gesagt, intuitiv leiten lassen. Dann habe ich das so gemacht, als ich dann hier reingelaufen bin. Da muss man sich immer wieder umsehen. Das kann man ja selber mal ausprobieren. Das ist wie so eine Anleitung, was ich jetzt gerade mache. Das mal auf sich wirken zu lassen. Und wenn man jetzt ein reines Herz hat, sage ich mir, und kein Gauner ist, und dann wird man auch an die Hand genommen. Wenn man hier diese Dinge sehen, diese Griffe, die Bäume aneinander gewachsen, sieht fast aus wie ein Griff, der Doppelkrone. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, dann dieser Weg. Praktisch kamen die von da unten hier hoch und sind wahrscheinlich dann hier über den Berg drüber gelaufen und dann sind sie auch hier reingelaufen. Das ist hier der nächste Hohlweg. Wir eine Regel legen. Und da ist dieser alte Hohlweg. Und es waren ja früher keine geraden Wege wie heute, es waren ja immer so alte Hohlwege praktisch. Sind hier die Leute entlang gelaufen. Und hier kann man daran erkennen, dass das wahrscheinlich früher mal als Müllhalde benutzt wurde. Kann man dann allerhand Zeug finden aus einer ganz anderen Zeit. Porzellan, Keramik, Steingut. Alter Ziegelrest. Ja, vielleicht hat hier sogar früher mal was gestanden. In irgendeiner anderen Zeit. Es waren ja auch immer Wirtschaftswälder hier oben. Da ist noch mehr davon da. Entweder der Müllerbladeplatz oder vielleicht hat hier tatsächlich jemand gesiedelt. Wer weiß. Vielleicht so eine Einsiedelei. Und dann bin ich weiter in die Richtung gelaufen. Und da habe ich jetzt wieder so ein Ding gesehen. So ein Gandalfbaum. Ein Gandalfstock. Da hat wieder ein Reh gelegen, sieht man. Und da, das ist so ein Gandalfstock. Das habe ich ja schon mal gezeigt bei diesen anderen Hügelgräbern, die ich auf der anderen Seite gesehen habe. Also, ja schon, Luftlinie von hier so etwa knapp 5 bis 7 Kilometer Luftlinie von hier. Und da war auch sowas. Da waren hier die Bäume auch so gedreht. Und der ist aber noch super intakt. Hört man noch. Da ist noch Leben drin, 100%. Und das ist praktisch wie so ein Zauberstab, sehen die aus. Es gibt irgendwelche Zeitgenossen. Die sägen die dann ab und machen daraus schöne Wanderstöcke. Aber das ist sowas nicht. Das ist auch kein Hexenstab. Das ist einfach der Baum, der hier zu dieser Schwingungsstelle passt. Wenn man sowas sieht im Wald, und wenn es nicht tot ist, und wenn es noch lebt, 100%, und dann sollte man das auch stehen lassen. Das ist nämlich ein Baum der Urahnen, der Waldgeister. Sonst wäre der gar nicht so. Und dann geht hier der Weg weiter. Dieser alte Hohlweg.
hier wieder eine Rehstelle entdecken. Also die Rehe kommen hier immer her. Dann ist hier vorne wieder eine Rehstelle. Da sieht man sie schon. Da können sie vielleicht auch heute Nacht sogar gelegen haben, so wie es aussieht. Und dann habe ich da vorne schon die nächste Raubgrabung entdeckt. Jetzt eben gerade. Da hat auch wieder eins gelegen, so schon länger her. Und da sieht man das wieder deutlich. Also ein Baum hat hier nicht gestanden, das ist schon aufgegraben. Da hat man wahrscheinlich ein Flach, da war wahrscheinlich ein Flachgrab drin. Das kann aber von der Beschaffenheit her, wenn man es so sieht, könnte es auch ein Hügelgrab gewesen sein. Das hat mal abgetragen, das ist schon sehr, sehr lange her. Da würde ich schon sagen, so in den 70ern, 80ern ist das passiert hier. Und dann ist hier genau daneben ist der Baum umgefallen, das sieht man auch. Da hat ein Baum gestanden. Wenn man dann genau drüber guckt, hier habt ihr den Reh gelegen. Und wenn man genau drüber guckt, dann erkennt man hier wieder eine Aufgabung. Da kann auch ein Flachgrab drin gewesen sein. Hier kennt man wieder Stellen, wo die Rehe gelegen haben heute Nacht. Oder in irgendeiner Nacht davor. Und das ist ja auch wieder so eine Grabungsstelle. Man macht sich im Wald nicht diese Mühe, wenn die Sonne nicht piep, 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 piep macht. Und man es dann mit dem Spaten oder mit dem Pickel aufgräbt, sind ja lauter Wurzeln da drin. Das hat man nicht gemacht, weil da nichts war. Da war bestimmt was. Aber das ist jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Vitrine. Und dann ist hier genau hier neben, sieht man wieder die Rehkuhle. Da hat ein Reh gelegen. Genau daneben. Ich sage mir, da muss irgendwas sein in diesen Gräbern. In diesen Hügelgräbern, in diesen Flachgräbern. Irgendwas, was wir mit unseren Sinnen als Mensch nicht erfassen können. Aber die Tiere können das erfassen. Da gibt es was, was wir nicht greifen können, aber die Tiere, die können das. Und da ist die nächste Flachgrab wahrscheinlich, Raubstelle. Auch wieder so großräumig rum, gerade rund aufgegraben. Da haben sie auch wieder was rausgeholt. Aber wie gesagt, das ist keine Schatzsuche, das ist einfach nur Raub. Plünderei ist es. Und dann noch an Toten, wie widerlich. Und da gibt es hier gerade voraus, gerade wieder, hier hat auch wieder ein Reh gelegen, unglaublich, da hat auch eins gelegen. Und da gibt es hier geradeaus wieder noch ein Grabhügel, ist auch wieder so ein kleiner Grabhügel. Es kann schon sein, dass hier vielleicht, dass das ein Kindergrab ist, kann schon sein. Das macht jetzt zum Glück keinen beraubten Eindruck. Aber es muss nichts heißen. Man hat es ja da vorne bei der Stelle gesehen, wo der neue Sand rausgeschaufelt ist. Das sind die Ganoven, die kommen gerne hierher in dieses Waldstück und die buddeln hier rum. Weil die buddeln auf der anderen Straßenseite, buddeln sie auch rum. Ja, das hier schon mal, das sieht man auch ganz gut, dass das hier ein Hügelgrab ist. Da sieht man diesen runden Charakter. Ich schiebe mal kurz die Kamera hoch, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Da sieht man schon, dass es so einen runden Charakter hat. Das ist eine Rundung. Und das ist hier ein kleiner Grabhügel. Ja, vielleicht ist es ein Kindergrab, wer weiß. Und genau daneben, nicht so ganz, sieht man wieder so eine Vertiefung. Aber das sieht schon eher aus wie ein Weg oder man hat hier auch was ausgegraben. Das lässt sich schwer sagen. Dann stehe ich jetzt hier auf dem Grabhügel und dann habe ich darüber geguckt. Rutsch, ah Gott. Und dann muss ich nochmal hier rüber.
Ja, man lässt hier mehr Opfer. Man zack, schon wieder ins nackte Bein. Schramme reingehauen. Und dann sieht man hier. Ja. Ist auch wieder eine Aufgrabung. Das ist schon länger her. Und ist auch nicht so tief. Vielleicht haben sie hier nichts gefunden. Haben gedacht, wir probieren mal unser Glück. Aber sie haben nichts gefunden. Jetzt geht auch das Licht wieder zu Ende. Jetzt wird es schon schwieriger, noch was zu entdecken. Und dann ist hier auch wieder so eine Stelle, wo man wieder was aufgegraben hat. Da sieht man doch den Sand nebendran. Ist doch auch kein Tier. Aber ist auch schon sehr. Und ich muss noch gleich sagen, da sieht man das dunkelrote Blut. Damit muss man im Wald immer rechnen. Ja, ganz schön der Cut. Ich lasse mal desinfizieren. Ich habe zum Glück Alkoholtuch dabei. Und da sieht man das. Wow. Dunkelrot. Ja, schon. Rot halt. Gewaltig. Das kann nicht mehr passieren, wenn man im Wald unterwegs ist. Ist nicht zu ändern. Und dann ist hier auch noch mal so eine Stelle, wo man was ausgegraben hat. Ja, jetzt geht es nochmal tief rein. Aber das sieht man, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Ja, die haben sich hier ganz schön ausgetobt, die Kameraden, die Plünderer. Und überall in dem Gelände finden sich Rehspuren oder lassen sich die Rehe zur Nacht nieder. Laufen wir mal wieder zurück. Da kann man mal sehen, was man in so einem unscheinbaren Wald finden kann. Wenn da vorher schon die Urahnen waren und ihre Hügelgräber und ihre Flachgräber hingebaut haben. Das ist natürlich viel schöner, wenn man hierher kommen würde. Man würde gar nicht wissen, dass hier Flachgräber waren. Oder man würde es gar nicht sehen, dass hier irgendwelche Hügelgräber aufgegraben sind. Sondern hier wären jetzt keine Gauner unterwegs gewesen, die sowas gemacht hätten. Und man sieht ja den Mensch, wie er so drauf ist. Als ob man irgendwas mitnehmen konnte. Man kann gar nichts mitnehmen. Es muss alles im Hier und Jetzt bleiben. Und diese Gier, das ist das Schlimme an der Geschichte. Weil die Gier macht es ja. Hier ist auch wieder so eine Stelle. Ja, das ist auch aufgegraben, das sieht man. Und da sieht man die Grabungshügel. Da auch, da auch, das sieht man. Hier ist auch was aufgegraben. Ja, hier ist ein Flachgräberfeld. Und hier sind gar nicht wenige Flachgräber. Überall haben sie so rumgestorrt. Die kann man rufen. Selbst wenn ich jetzt hier gucke, sieht man, das ist eckig. Hier haben sie auch was gemacht, hier haben sie auch umgegraben. Wie gesagt, das sind jetzt ja Menschen, die andere Menschen ausgraben, die gestorben sind. Leichenflatterer, sagt man zu denen. Also da hoch kommt ihr nicht, ihr kommt dahin. Noch hier wieder unweit davon entfernt, von dieser Stelle da drüben, ein Reh, das sich da niedergelassen hat. Und da auch wieder eine Aufgrabstelle. Ja, die haben hier, das sieht hier aus, die Bodenfläche wie so ein Schweizer Käse mit lauter Löchern.
sind so die Blutopfer, die man manchmal bringen muss. Da kann man nichts machen. So ist es halt immer. Und wenn die Natur unterwegs ist, darf man nicht wehleidig sein. Ja, da habe ich mich ganz schön gerissen. Man sieht es. Ich kann mal zeigen. Und wenn man nichts zum Desinfizieren dabei hat, ist auch nicht schlimm. Da pieseln wir über den Tuch drüber und dann kann man das mit dem Tuch dann desinfizieren. Das haben wir früher mehr als Kinder gemacht. Bei den Pfadfindern. Wenn es zum Desinfizieren hat, dann geht es auch. Dann kann ich jetzt hier nochmal zum Abschluss nochmal das große Hügelgrab zeigen, von denen es hier ganz viele im Wald gibt. Jetzt sieht man auch wieder den Zwieselbaum und jetzt sieht man die verbogenen Bäume da drauf. Und der Größe her konnte es wirklich ein Hügelgrab aus keltischer Zeit sein. Kann immer sein, dass es aus der Bronzezeit ist, dass da ganz viele Leute, wo die liegen. Da vorne ist auch noch ein Grabhügel. Da hat hier eine und da ist eine. Bei der vorne gibt es auch noch eine. Da gibt es auch gleich mehrere Grabhügel. Und hier sieht man es wieder, hier ist er auch mit dem Harvester drüber gedüst. Wahrscheinlich hat er es halt auch nicht gewusst. Das ist halt immer so. Unwissenheit zerstört die Dinge und die alten Städten unserer Vorfahren. Das ist alles nur Unwissenheit. Da sieht man wieder den Baum, der wächst. Der wächst aus diesem Hügelgrab raus. Da sieht man die riesen Raubgrabmulde von dem Drecksack. Da sieht man die anderen Bäume bitte. Da ist auch eine drin. Also das haben sie schon ganz schön ausgeräumt, hier das Grab. Das sieht man, hier waren sie immer und immer wieder da. Da haben sie auch drin rumgewühlt. Da ist der Zwiebelbaum, der oben drauf steht. So ein schwacher Trost, dass die irgendwas erwischt im Leben noch. Dass sie entweder an einer schlimmen Krankheit leiden oder einen miesen Tod haben und ein mieses Weiterleben nach dem Tode. Einfach widerlich. Er will schon beerdigt werden, dann wird er ausgegraben werden, die Goldsee rausgebrochen kriegen und dann offen liegen lassen. Wer will sowas schon? Grauenvolle Vorstellung, oder?